Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ja, die Dame in Schwarz wollte ich gerade schon was sagen. Die Dame, Wir müssen tauschen, ich bin nicht die Dame. Die ein bisschen bekloppt geworden ist und die ganze Zeit am Hüpfen ist wie so ein Gummibär neben mir. Also passt es doch wieder. Ist der Epi. Können wir mal tauschen? Nein, ich bin ein Jedi und ich bleibe ein Jedi. Geh mal auf die Dame. Aber die kann doch nichts. Ich muss kaputt machen. Ja. Jetzt bin ich R2D2. Also kann ich das nicht. Warte mal, kann ich das irgendwie kaputt machen? Achso, kann ich das kaputt machen? Okay. Ja, ist doch egal. Wir müssen doch sowieso nur bis zum nächsten eben. Also jetzt hier, wahrer Jedi ist sowieso, glaube ich, schwer, wenn du nicht überall stehen bleibst und sämtliche Steinchen einsammelst. Ja, das muss man dann. Ja, das muss man im freien Spiel definitiv mal machen. Keine freien Spiele. Warum nicht? Weiß nicht. Freier Jedi. Du bist ein freier Jedi, du bist gar kein Jedi. Was erzählst du denn hier? Oh, ich hasse das, wenn du kurz angehalten hast, um mal eben was kaputt zu machen. Du musst ja erstmal wieder total langsam daher trotten, damit du danach wieder laufen kannst. Das Einzige, was ich wirklich ganz doof gemacht finde, muss ich sagen, ist irgendwie die Steuerung, wenn du einen Bosskampf hast. Also das, du kannst nur ausweichen, indem du hüpfst. Okay, ich meine, es ist Lego, ne? Da konntest du ja noch nie so wirklich gut ausweichen, sag ich mal. Aber wenn du dann... Was hatte ich denn beim letzten Bosskampf für ein Problem? Warte mal. Wo ich auf den... Ach so, genau, mit dieser Perspektive. Weil der ist ständig in so eine komische Ego-Perspektive gegangen. Und da habe ich dann gar nichts mehr gesehen irgendwie. Ich sammle die Dinger hier nochmal kurz ein. So. Was, du hast Informationen? Nee, bei dir kann ich das nur... Ich habe neue Tipps. Ach du! Nee. Zu dir will ich auch nicht. Was ist mit dem Ding hier? Was ist das? Level-Modus wählen. Ach, das ist die freie Geschichte, oder was? Geschichtenmodus, freies Spiel. Ah, nein, möchte ich nicht. Sonst hätte ich ja jetzt nicht... Ach so, abbrechen ist rechts. Na, das ist so nervig. Mann, ich steige jetzt hier ein. Ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen. Tatooine sollen wir hin. Kommst du echt nicht ran? Nö. Hä? Eben konnte ich noch, dann bist du eingestiegen und das war's dann. Hä? Ich reiß mal, dann nehme ich dich doch mit, ne? Weiß ich nicht. Denk schon. Aber wieso kann ich hier nur alleine reisen? Ist ja sehr unlogisch. Mos Espa. Ich dachte nur, die sollte schon da sein, aber irgendwie gibt's hier immer noch nicht. Ja, guck mal, jetzt haben wir zwei. Jetzt bist du doch mit dem Gelben noch hinterher. Haben wir doch schon mal. Möchtet ihr über den Planeten fliegen? Steigt ein! Habt ihr sie noch alle? Wir sind gerade erst noch hier gekommen. Warum sind die ganzen Sachen jetzt wieder da, die wir getötet haben, die wir kaputt gemacht haben letztes Mal? Weil die fleißig waren und die sind jetzt wieder neu gebaut. Ja, dann müssen wir das wieder kaputt machen, damit die wieder beweisen können, wie fleißig die sind. Warte mal, hier rum war das, ne? Ach, du bist das. Wer ist da? Hände weg von meinen Waren! Es sei denn, ihr Geschichte fortsetzen, doch, das sieht gut aus. Annie? Der kleine Annie? Na, du bist aber in die Höhe geschossen. Und ein Jedi. Kaum zu fassen. Meine Mutter, wo ist sie? Schmee? Ich habe sie verkauft. Vor Jahren schon. An einen Feuchtfarmer namens Lars. Geschäft ist Geschäft. Wo ist Ihre Farm? Oh, ein gutes Stück weg von hier. Geht raus in die Wüste und sucht nach Wasserdampf-Evaporatoren. Ihr findet sie schon. So, so, Schatz. Du bist also ein Feuchtfarmer. Erklär das mal bitte. Ja. Warte mal, wie kann ich denn... Da, du kannst wechseln. Nee, will ich nicht mehr. Doch. Nein, will ich nicht mehr. Was will ich denn hier? Da komme ich gar nicht rein.
Das sieht cool aus. Ich mach hier. Guck mal, ich mach hier Dings. Hm? Was denn? Guck mal, da oben hoch kann man. Kannst du mit dem auch kaputt machen? Was willst du denn? Ja, aber das ist irgendwie komisch mit dem. Der kann auch springen und kaputt machen, hast du auch gesehen, ne? Ja, ja. Nur fliegen habe ich jetzt sonst. Müsst ihr irgendwo hin, dann seid ihr hier richtig. Reisen. Lehnt euch nur zurück. Bald seid ihr am Ziel. Willkommen in der Wüste von Tatooine. Hier kann man viel Spaß haben, wenn man Sand macht. Und Jabas. Ja, ich mag Sand. Da kann ich so schöne Kreise machen und Gebilde. Es waren nämlich gar nicht die Aliens. Oh, 3PO. Hi, Kumpel. Wenn die anderen kommt man hier gar nicht weiter. Was für ein Unmut. Entschuldigt mich. Ich muss in der Wüste. Hi, bist du am Staubsaugen? Nein, was jetzt? Du musst eigentlich bestätigen. Ja, ich bin aber weggegangen irgendwie. Keine ja, Ahnung. Bei mir steht jetzt auch nichts mehr, komischerweise. Hm? Ja, immer noch. 3PO? Genau, der saugt. Der Hersteller, Obermeister Annie. Ich der wusste, ich würde zurückkehren. Owen Lars. Ist meine Mutter hier? Nein, ist sie nicht. Schmie ist meine Frau. Sie war schon halb zu Hause, als sie entführt wurde. Eine Horde Taskenräuber. Wo willst du hin? Meine Mutter suchen. Möglicherweise gefällt dir nicht. Nein, ist nicht dein. Ist nicht dein Ernst jetzt. Das ist mir egal. Ich werde meine Mutter. Hallo. Meister Anakin, ich denke wirklich, ihr solltet. Kann ich mit dir tauschen? Du kommst mit mir. Du bist nur so ein Informationsscheiß. Ich kann auch nicht mal hauen mit dem richtig. Ey, willst du mich hier? Ist nicht dein Ernst jetzt? Boah, ich folge schon mal der Geschichte. Es ist ja. Ist ja gar nicht. Hilfe! Sie wollen mich holen. Ich spüre etwas. Das bin ich. Meine Mutter ist hier. Hilfe! So kriegen wir überhaupt keine Steine. Mom? Hey! Oh je! Warum konnte ich sie nicht retten? Anakin, mein Langstreckentransmitter ist ausgefallen. Leite diese Nachricht weiter nach Coruscant. Ich habe den Kopfgeldjäger Jango Fett verfolgt. Zunächst zu einer gewaltigen Kloneinrichtung auf Kamino, dann zu den Druidengießereien auf Geonosis. Count Dooku stellt dort eine Druidenarmee zusammen. Warte. Anakin, bleib wo du bist. Beschütze die Senatoren, koste es, was es wolle. Wir werden uns um Count Dooku kümmern. Sie werden nicht rechtzeitig dort sein, um ihn zu retten. Ich werde Obi-Wan helfen. Wenn du vorhast, mich zu beschützen, wirst du mich begleiten müssen. Müssen wir jetzt nach Geonosis? Padme, du hast Meister Windu gehört. Bevor du gleich wieder meckern bist, das ist falsch. Er hat dir ausdrücklich befohlen, mich zu beschützen. Müssen wir zu dem Blauen? Ich habe jetzt hier wieder sowas Gelbes. Müssen wir jetzt zur Stock kommen? Ja, ja. Ja, ja, da ist ja der Marker auch. Ja, weil ich eben dem Gelben gefolgt bin, waren das die Sachen zum Abschießen. Das verwirrt irgendwie total.
mehr unfreiwillige Hilfe für Leute wie euch. Sind wir jetzt zwei? Ich dachte jetzt schon, wir sind zwei Ruinen. Also kann ich nicht wechseln. Hallo. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Oh, Anakin, du musst mich beschützen. Ah, nee, dir gehe ich lieber nicht zu nah, weil du tötest mich nur. Jemand muss mich vor Anakin beschützen. Du, meine Güte. Er will mit Zwillingen gefährlich aus. Ja, und mich töten. Nein. Du willst mich immer nur töten. Könnte das das Werk sein? Ist doch wieder recht. Nicht hier hoch. Hä? Anakin ist unter mir? Ach nee, du musst das hier aufmachen mit deiner Macht. Komm mal her. Ich fahr gerade. Bist denn du? Hallo, hier bin ich. Du sollst nicht auf mich schießen, du sollst doch hier kommen. Du sollst es mit der Macht aufmachen. Wo denn? Da, diese Dinger. Die so grün leuchten, wollte ich gerade sagen. Die so blau leuchten, da steht dein Kopf dran. Was ist mit unseren Druiden passiert? Der hat mich erschossen. Nick. Ach so, der ist kaputt. Ach so. Und jetzt? Ja, jetzt musst du es hier öffnen. Und jetzt werden wir uns ärgern, weil das ein Zusatzlevel oder so ist. Wir gehen aber nicht da runter, oder? Sofern du nicht lieber durch die Vordertür hineingelangen möchtest. Okay. Los jetzt. Obi-Wan ist irgendwo da unten. Wie kann man das nochmal ab? Du musst nur bestätigen. Nein, ich meine nicht, dass du musst auch bestätigen, ne? Habe ich schon zweimal jetzt. Du musst A drücken. Ja, ich habe zweimal A gedrückt gehalten. Na endlich. Ich bin nicht daran interessiert, mich hier in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Vielleicht kann ich ja eine diplomatische Lösung finden. Halt. Das also nennst du eine diplomatische Lösung? Das nenne ich aggressive Verhandlungen. Ja, war ja typisch. Diese Förderbänder bringen uns bestimmt in Sicherheit. Nun, da geht auch dieser Plan dahin. Möchtet ihr hier nochmals verhandeln? Mit Vergnügen. Da ich irgendwie nicht schieße. Ah, jetzt kann ich auf einmal wieder schießen, okay? Ich treffe den noch nicht, obwohl der mitten in meinem Fadenkreuz steht. Hallo. Was verzieht das immer so nach rechts? Ja, was macht der hier? Der soll nicht schon längst tot? Vor allem ist die Perspektive gerade so blöd. So, jetzt ist es offen. Keine Ahnung, was der hier macht. Ausweichen. Der verzieht das so blöd? Na, verstehe. Weil ich vorher nicht gezielt habe, sondern nur geschossen habe wahrscheinlich. Steht hier einer neben mir oder was? Das legt mich voll an. Keine Ahnung. Also, das ist echt bescheuert gemacht. Nee, die Perspektive ist irgendwie. Hallo, warum geht das da nicht mehr? Wenn Sie unsere Hilfe gebraucht hätten, hätten Sie. Tolles Timing, ihr beiden. Könnt ihr diese Energiezellen starten? Jetzt bin ich die. Hä? Was ist das denn jetzt? Bist du jetzt Rebecca? Nee, ich bin immer noch vor dir. Ja, aber ich darf da nicht ran, okay. Ja, ich habe jetzt Partner hier, glaube ich, oder wen auch immer das ist.
Okay, du, dann bist du gar nicht C3PO. Ach, soll ich doch hier hin? Ja, was soll ich denn hier machen? Wollt ihr mich verarschen? Ich soll auf die andere Seite. Soll ich doch rüberfliegen oder was? Mann, was macht der denn da, ey? Warum geht der einfach da runter? Also, ich soll... Nee. Keine Ahnung. Ich kann doch nicht bauen, oder? Kann er bauen? Anscheinend nicht, weil hier kommt nichts, dass ich was drücken kann. Der andere kann doch nicht bauen, oder? Ach, der kann tatsächlich bauen. So. Okay. Ja, ich muss aber erst was Zeug hier befreien, irgendwie. Ich fürchte, wir sind nicht darauf programmiert, Systeme wie dieses zu verwenden. Komm mit, R2. Wir müssen einen anderen Weg finden, um diese Energiezellen aufzuladen. Geh mal weg, da. Moment, Y ist drehen. Ja, nur. Auswählen. Moment, ist X. Ah, okay. Wieso kann ich eigentlich nicht auf C3PO wechseln? Weil du gar nicht auf meiner Ebene bist. Meister Anakin, ihr müsst die letzte Zelle laden. Du musst die nächste Zelle laden. Anakin, kannst du die Ladung zwischen den Zellen übertragen? Wenn ich wüsste, wo das wäre. Ach da. Hat das jetzt funktioniert? Nee, du musst das zu mir rüberbringen, oder? Ja, nein. Doch, bei mir, jetzt hier, wo ich bin, auf der Seite. Vielleicht krieg ich das da nicht rein. Ja, weil deine drin ist. Ich habe gesagt, da wo ich bin, hier. Ja, da habe ich eben reingemacht, aber es geht nicht. Jetzt. Warte. Dann jetzt hier durch. Zeigt er mir irgendwas an, was ich nicht sehen kann, weil ich die Perspektive wieder nicht ändern kann? Warum konnte Obi-Wan nicht an einem sicheren und ruhigen Ort verschwinden? Ja. Ich sterb, wenn ich dem Pfeil folge. Keine Ahnung. Da soll es angeblich weitergehen, da komme ich aber nicht rein. Hier das Gleiche. Also anscheinend kann ich nichts machen, nur zugucken gerade. Dieses Werk ist riesig. Dukus Druidenarmee muss rasend schnell wachsen. Das haben sie aber echt doof gemacht. Arbeitet der hier? Hey, ich will mit eurem Vorgesetzten sprechen. Von hier aus kriegen wir das nicht wieder zum Laufen. R2, bist du noch da, Kumpel? Ja, ich schlaf hier. Du musst was machen. Ja, was denn? Irgendwo da hinten. Ja, ich komme hier aber nicht raus. Schnellschusswaffen und Schutztürme können schnell goldene Lego-Gegenstände überhitzen und zerstören. Also musst du jetzt irgendwas machen, aber ich weiß nicht wo. Goldene Lego-Steine überhitzen oder zerstören. Da oben? Nee, das ist aber kein Lego-Stein. Ich weiß nicht, welche scheiß Zielscheibe du mal... Mann, sag mir doch, wo... Die, wo ich jetzt mehrfach gesagt habe, wo du mal drauf schießen sollst. Ich weiß aber nicht, wo eine Zielscheibe ist. Ja, da ist doch nur eine da oben. Nein, da ist gar keine. Wo ist hier eine Zielscheibe? Ja, musst du dich schon hinstellen und nach oben gucken. Die war ja jetzt groß genug. Nein, da ist keine. Das Ding da hinten, da komme ich nicht hin. Du sollst ja auch nicht hin, du sollst mal versuchen, da drauf zu schießen. Mann, da ist ein Schloss dran, das ist was ganz anderes. Und die gelben Dinger an der Seite, das geht auch nicht. Nein. Er zeigt doch an, wo man was machen muss. Da, wo dieses Ausrufezeichen ist. Ja, da sollst du hin. Finde einen Weg durch die Druidenfabrik.
Das Problem ist, ich kann keine Perspektive ändern, sobald ich... Okay, ich habe einen Weg gefunden, wo ich doch nicht kaputt gehe. Wahrscheinlich muss irgendwas hier unten gemacht werden. Aber... Oh nein. Hallo? Maschinen erschaffen Maschinen. Wie pervers. Ja, du musst darüber. Das habe ich gedacht, dass ich da reinkomme. Ach so, das sind manche verstehe. Ach so, ich darf da nicht durch, weil die Laser mich wahrscheinlich kaputt machen, oder? Sieh mal, wir können das Band für Master Anakin und Miss Padme wieder einschalten. Was hat denn jetzt gemacht? Warum gehe ich dann immer kaputt? Was soll der Scheiß? Nee, ich muss das aber mit ihm machen. Hä? Ja, wenn ich das verwende, gehe ich immer kaputt. Ja, guck doch mal mit dem anderen zusammensetzen. Nicht mit dem. Mit dem R2D2. Ja, wenn R2D2 das nicht kann, was soll ich da mit R2D2 da? So, zusammen. Hä? Du hast es doch gerade gesehen, dass ich da zwei oder dreimal dran kaputt gegangen bin. Das muss ich jetzt echt nicht verstehen. Kann man irgendwie feuern? Okay, ist das wahr? Woher hast du noch immer all diese Ideen? Hm? Hallo? Wollte ich kaputt machen? Bleib doch mal stehen. Ich glaube, ich soll dich gar nicht kaputt machen. Och nee, nicht der Mist schon wieder. Oh, den war das bestätigt. Das Rote muss da oben. Nein, das Rote muss da. Doch. Nö. Das Rote aufeinander. Hallo, wieso geht das nicht? Die beiden. Wieso nimmt er das jetzt nicht an? Andersrum. Der Außenkreis. Eben ging das. Da habe ich das bestätigt. Und dann hat nämlich nicht das andere. Mit X ganze auswählen. Ja, genau. Und dann sollte eigentlich das nächste kommen, was es aber wie gesagt nicht tut. Ja, aber das ging jetzt nur mit L, nicht mit X. Mit X bin ich immer auf dem gleichen. Nee, macht er immer noch nicht. Was soll die Scheiße? Weil du den Außenring bewegen musst. Mach erstmal das Innere wieder so. Und, das, und jetzt brauchst du den Außenring, den ganz außen ist. Und den bewegst du jetzt auf das Rote. Ah, okay. Aber das geht dann nicht mit X irgendwie. Dann muss ich das mit R auswählen. Eben ging das mit X. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, super. Und jetzt? Und jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja, ja, jetzt kommt irgendwie... Obi-Wan ist in ernster Gefahr. Wir müssen weiter durch die Fabrik. Anakin. Aber ich komme da nicht drauf. Da oben befördern? Ah, doch. Zum Brennofen sollten wir ausweichen. Da kommt die legendäre Weiße. Ach, Mann, ey. Ich glaube, ich muss jetzt auf dich warten, nehme ich mal an, weil da darf ich ja nicht durch. Ne? Ja, ich sollte die irgendwie nach oben befördern, hat er mir gesagt.
Mensch, geh jetzt da hoch. Wieso geht der nicht da hoch? Warum geht der nicht rüber? Also, einstecken? Ja, einstecken. Aber wo muss es hin? Das ist ja lieber. Ja, einfach nur ein Loch. Ach komm, jetzt geh doch runter, Mann. Ey. Geh doch einfach nach unten. Willst du mich verarschen oder was? Du sollst auch nicht rüber. Was ist das? Probier doch ans weiter rechts runter zu gehen. Ja, es geht aber nicht. Keine Ahnung, was der da hier macht. Oder zwei weiter rechts. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Jetzt hat er das aufgemacht. Also ganz ehrlich. Jetzt unten kaputt hier, ist jetzt mit Hose zu machen. Ich darf du ja nicht von ihrer Seite weichen. Ja, aber wo ist sie jetzt? Die steht doch immer noch da unten, ne? Mach mal die Maschine. Oder geht das doch vor? Da ist sie doch bei mir. Ich weiß nicht, da hinten ist mit der. Ich glaube, jetzt müsstet ihr das wieder freischalten. Dass wir da durchkommen. Ja, weil ich komme hier nicht durch, wenn du da nichts kaputt machst oder so. Also der sagt mir zumindest, ich soll nach da unten. Oh, hier war ein Medipack. Scheiße. Warte mal, ich probiere mal, falls das nochmal kommt. Da. Komm da nicht ran! Nein! Scheiße! Das ist gemein! Ich sehe Medipack und komm nicht ran! Oh! Hier sind Gegner! Kommt der jetzt auf einmal her? Wenn ab... ja! Interessiert mich nicht! Mann! Mach den einfach kaputt! Da ist schon wieder einer! Egal, was du machst, mach es schnell. Ich werde hier da unten angegriffen. Ja, ich weiß nicht, jetzt ein Schloss machen, aber das kann ich nicht benutzen. Warte mal, kann ich das da gucken? Jetzt werde ich nicht mehr angegriffen. Ich sag, ich soll hier durch. Er sagt mir jetzt auch nicht, ich soll auf die andere Seite springen. Ja, ich muss grad was bauen. Da komme ich ja auch nicht rum. Das kann packen, aber... Also. Jetzt ein Tor frei gemacht, glaube ich. Bei dir, oder? Ne, ist bei dir auch, glaube ich, oder? Nee. Hä? Neben mir ist jetzt eins frei. Kannst du da rüber? Sag mir. Oh, oh. Wo ist euer Vorgesetzter? Ach, das ist bei dir. Ich dachte schon. Er sagt mir nicht, dass ich da rüber kann, aber ich kann es mal probieren. Nein! Och. Ich dachte, auf das erste kann ich drauf fahren. Toll. Also da auch drauf springen. Okay. Na komm.
Hey! Och komm, ist das dein Ernst jetzt? Jetzt gehe ich kaputt, weil bei dir eine Zähne kommt. Da bin ich jetzt auf der anderen Seite. Ja, wahrscheinlich. Folgt dem Klang seiner Stimme. Hallo, gehst du mal da drüber? Auf der anderen Seite von mir, oder nicht? Ich kann ja auch nichts machen. Warte mal, vielleicht müssen wir hier rüber jetzt. Warte mal, da oben. Ach oben so, ich komm jetzt. Ja, ich komm jetzt rüber. Hä, wieso bin ich jetzt eher? Ah, warte mal. Du auch, du auch. Ich bin aber nicht so schwer. Du musst ja nur den Hebel runterkriegen. Patten, nein! Loslassen! Werf sie in die Müllverbrennungsanlage. Heiz sie so richtig ein. Aus ihr wird jetzt ein Roboter. Terminator. Was? Mach dich bereit für was? Nein! Ey, jetzt bin ich vom Jedi zu diesen mickrigen Idioten! Jetzt, ey, das ist nicht euer Ernst! Ja, ich war doch gerade der Anakin! Ja, und wer bist du jetzt? Ja, dieser scheiß C3PO, ich kann wieder nicht wechseln! Nee, der bin ich doch, Mann! Nee, nein! Das bin ich! Ich kann auch stehen bleiben! Ich kämpf doch gerade! Du bist R2-D2, ich stehe da rum! Und ich kann nicht wechseln gerade! Ich weiß nicht warum. Ne, wechseln kann ich auch nicht. Ich will du sein, du Arsch. Du hast ihn gerade umgebracht, was soll ich dir nur sagen, ne? Ja, weil ich nicht wechseln konnte. Ich kann immer noch nicht wechseln. Siehst du was? Kannst du es abschalten? Warum kann ich nicht wechseln? Besteht die Chance, dass du mich rettest? Nein. Also halt die Klappe. Lass uns Androiden arbeiten. Ich komme hier sonst auch gar nicht rüber, ne? Muss man ja wahrscheinlich, denke ich mal, eine Brücke bauen. Ist doch sicher auch wieder ein Medipack hier, ne? Ja, ich habe doch hier so ein Ding gebaut. Ich versuche zu springen und da kommt die Sequenz. Ruidikas, oh Scheiße. Aua. Keine Bewegung, Jedi. Bringt sie fort. Mixel schlagen vor, mit Notstandsmaßnahmen bevollmächtigen den obersten Kanzler. Als erste Maßnahme mit diesen Sondervollmachten werde ich eine große Armee der Republik ins Leben rufen, um die zunehmende Bedrohung durch die Separatisten abzuwehren. Ich versuche mit allen verfügbaren Jedi, Obi-Wan auf Geonosis zu helfen. Besuchen, ich werde die Klone auf Kamino. Die Klone. Oh mein Gott, das Level ist endlich vorbei. Ja. Also das mochte ich jetzt gar nicht, bin ich jetzt ganz ehrlich. Nein, nein, ihr seid so Schweine. Wir haben nichts. Gar nichts. Was? Wir sind so schlecht und kein Minikit auch nicht. Ja, da kam ich auch nicht ran. Egal wie hoch ich gesprungen bin. Wenn du jetzt da gewesen wärst, du hättest da rangekommen. Aber wir konnten ja nicht. Oh, Partner haben wir. Wir sollten schnell nach Geonosis fliegen. Obi-Wan steckt möglicherweise in ernsten Schwierigkeiten.
Also, bevor der Epi jetzt hier aus Versehen noch reinläuft oder so, würde ich sagen, ach du, wie siehst du denn jetzt aus? Du bist ja schon ganz grün im Gesicht. Würde ich sagen, dass wir hier endlich mal einen Cut machen können und diese mega überlange Folge erstmal beenden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao.